Die Maßnahmen, die man durchführen sollte, wenn man jetzt einen Patienten mit Hitzschlag hat, und das wäre primär erstmal egal, ob das jetzt ein Hund ist oder ein anderes Lebewesen, aber wir bleiben einfach mal beim Hund. Das heißt, ich hole ihn möglichst schnell aus dieser Situation im Auto raus. Und dann sollte ich ihn wirklich nicht nur passiv kühlen, also aus der Situation rausnehmen, sondern auch aktiv kühlen. Das heißt, der Hund sollte mit kühlem, nicht mit eiskaltem, sondern nur mit kühlem Wasser wirklich übergossen werden. Und da kann man schon auch eine gewisse Menge Wasser brauchen, wenn ich jetzt mir einen langhaarigen Schäferhund vorstelle, dass der wirklich bis auf die Haut durchnässt wird und wirklich tropfend nass ist. Das wäre das Ziel. Und es ist auch gut, wenn hier noch eine gewisse Ventilation, also Luftzug stattfindet, weil es einfach einen zusätzlichen Kühleffekt dann hat. Das heißt, man sollte den Hund auch nicht mit einem nassen Handtuch einwickeln, weil dadurch muss die Wärme erstmal an das Handtuch abgegeben werden und dann erst an die Umgebung oder noch weiter. Und es ist sinnvoll, wirklich den Hund mit kaltem Wasser zu übergießen und so offen zu lassen, vielleicht Luft zuzufächeln und dem Moment Zeit zu geben, bis der ein bisschen sich erholt hat. Und dann sollte der Hund wirklich immer zum Tierarzt transportiert werden. Es gibt Studien, die sich damit beschäftigt haben, wie die Überlebenszeit nach Hitzschlag ist bei Hunden. Und man weiß, dass über 50% der Hunde sterben nach einem Hitzschlag. Und zwar nicht nur in der Situation, sondern auch den Folgen, die danach noch auftreten können. Und es erhöht einfach die Überlebenszeit der Hunde, die Überlebenschance der Hunde, wenn sie danach tierärztlich vorgestellt werden. Der Tierarzt hat noch weitere Maßnahmen oder Möglichkeiten, dem Hund zu helfen. Er kann die Körpertemperatur messen und schauen, sind sie vielleicht sogar mittlerweile in einem Untertemperaturbereich, wo der Hund dann wieder eher aufgewärmt werden muss. Das klingt erstmal paradox, aber das ist ganz oft so, dass die Tiere durch die Kühlung dann in eine Untertemperatur abrutschen und die ist natürlich genauso gefährlich. Das heißt, man muss tatsächlich die Körperkerntemperatur messen, um sagen zu können, bin ich noch zu hoch oder bin ich zu niedrig, welche Maßnahme führe ich jetzt fort. Dann können die Hunde unterzuckern, das heißt, der Blutzucker sollte gemessen werden, um zu schauen, braucht er eine Glukose, also eine Traubenzuckerinfusion. Das nächste wäre, dass man die Hunde schert, zum Beispiel noch, wenn ich sie noch weiter kühlen möchte. Ja, also wenn der Kühleffekt noch nicht genug war, kann man die zum Beispiel auch noch scheren. Als weiteren Folgen, die noch auch später auftreten können, sind auch Krampfanfälle zu nennen durch ein Hirnödem, eben die Unterzuckerung. Wir haben Stoffwechselverschiebungen, die dazu führen, dass die Tiere übersäuern, die korrigiert werden müssten. Das heißt, selbst wenn die Situation aus dem Auto raus, Hund gekühlt, geht es erstmal so weit gut, wo man denkt, ist alles fein, ist immer noch als kritisch zu beurteilen.